So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, oder ich wusste gerade ehrlich nicht, ob ich das Video anfangen soll und überhaupt was bringen soll. Das geht um das Finanzielle, um das Planungsmäßige. Ich habe ja in den letzten Videos das Thema Philippinen schon mehrfach angesprochen, was ich jetzt gucken muss, was ich beachten muss, was wahrscheinlich kommen wird. Wegen der Wohnung auch, wegen Thema Geld. Jetzt habe ich gerade wieder mir die letzten zwei Nächte überlegt, ob ich investieren soll, ob ich irgendwo anlegen soll wieder. Weil ich habe ja ein bisschen was in Krypto investiert gehabt und habe jetzt wieder die Chance, also vielleicht nicht direkt Krypto, aber halt im Prinzip ist es in Verbindung mit Krypto, im volatilen Markt einzusteigen und jemanden für mich quasi die Arbeit machen zu lassen. Die Person bekommt dann um die 10% vielleicht. Das Ding ist halt, meiner Meinung nach, ich könnte jetzt riskieren, also wir kennen sie alle, wir können investieren, Risiko ist immer da. Bei mir ist es halt so, ihr wisst ja, mein Background, ich habe nicht viel Kohle. Ich müsste dann, wenn überhaupt, quasi das von 2 Monaten dann riskieren. Was wir aber alle wissen ist, also diejenigen, wo auf die Erfolgsspur wollen, diejenigen, wo wirklich Erfolgsdenken haben, die dass man eben lernt von Unternehmern, ist auch das Thema mit dem Einkommen. Wenn man sich jetzt ein passives Einkommen aufbauen will, sollte man natürlich zuerst verkaufen. Man kann aber natürlich auch andere Wege gehen, weil das ist alles mehr oder weniger nur Meinungssache. Ich sag mal so, sehr reiche Menschen, was heißt sehr reich, also im Verhältnis zu uns auf jeden Fall sehr reich, also reiche Menschen können auf jeden Fall besser kalkulieren, in dem Wissen, wie viel sie, wie kann man es am besten sagen? Ihr kennt ja vielleicht das Sprichwort von Warren Buffett, also so eine Geschichte habe ich mal gehört, wo er mit jemandem Golf spielt. Derjenige will mit ihm eine Wette abschließen mit, glaube ich, irgendwas mit 5 Dollar oder sowas, oder 2 Dollar, irgendwas war das mit wenig, also mit ein paar Dollar waren das. Und der hat dann im Prinzip gesagt, nein, mache ich nicht. Also nach der dritten Anfrage hat er dann gesagt, oder hat dann die Person gefragt, warum nicht, du hast doch so viel Geld. Und dann hat er gesagt, im Prinzip, also ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich wahr ist, aber so hat er es dann in der Geschichte erzählt, dass es hieß, wenn Menschen mit kleinen Summen schon, wie nennt man das nochmal, das Wort, zu viel Risiko betreiben und nicht wissen, was sie tun, oder ja, ihr wisst, also ihr wisst auch, was ich raus will. Wenn Menschen mit wenig Einkapitalinvestment schon gewissenlos umgehen, genau, also nicht berücksichtigt umgehen und nicht respektvoll umgehen, wie gehen sie dann mit großen Summen um? Wahrscheinlich gleich wie mit kleinen Summen. Und bei mir ist halt so, dieses Investment, werde ich jetzt nicht sagen, wie viel ich da investieren könnte. Das Thema ist nur, wenn ich riskiere, kann ich beides verlieren. Das heißt, ich kann Zeit verlieren und Geld, weil, ihr wisst ja, Zeit ist Geld. Und wenn ich jetzt irgendwo ansparen muss, muss ich wieder 2 Monate lang ansparen, um sozusagen das Geld, also im Prinzip 2,5 Monate, um das Kapital wieder zu haben. Das heißt, mir gehen 2,5 Monate verloren, um das Geld wieder zu haben. Dann ist es aber so, dass ich, wenn ich gewinne, gewinne ich Zeit, weil ich habe sehr viel Zeit gewonnen, weil ich dann nicht irgendwie, also natürlich verliert man auch ein bisschen Zeit, weil wenn man jetzt angenommen hat einen Monat, also man verliert vielleicht einen Monat, aber man gewinnt auch einen Monat. Denn angenommen jetzt dieses Investment geht über einen Monat und wird dann quasi als Gewinn ausgeschüttet, kann das sein, wenn man doppelt so viel macht, hat man zwar einen Monat Verlust gemacht, aber keinen direkten finanziellen Verlust. Ihr wisst, was ich meine? Also im Prinzip hat man nur Gewinn gemacht. Aber man hat Verlust gemacht, weil man halt einen Monat warten musste. Hat aber dadurch keinen Verlust gemacht, sondern nur Gewinn. Also man hat vielleicht einen Monat verloren, wo man warten muss. Aber man hat eben auch Zeit gewonnen und Geld gewonnen. Und wenn man jetzt eben, also ihr wisst auch, was ich raus will, ich will euch nicht länger reinsteigern in das Thema. Auch wenn ich es irgendwie falsch ausgedrückt habe, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ja, also ich bin gerade ein bisschen schwer am Schlaufen, weil ich konnte letzte Nacht, ich habe jetzt kein Video oder Foto gemacht davon, aber ich habe mich gestern in meine Decke gelegt, also ich habe ja zum Glück eine Baumwollbettwäsche jetzt und ich habe jetzt auch immer noch die fast zu dicke Bettdecke genommen
Also die ist relativ dick. Und habe dann sozusagen mich erstmal ins Bad begeben, schön nochmal durch, weil im Bad ist halt einfach angenehmer. Also wenn du hier die Wohnung hast und die ist schwitzig, dann kannst du entweder dich auf den Balkon stellen und durchatmen oder halt eben ins Bad gehen, weil im Bad ist ja meistens so klimaneutral, also entweder ist es da warm, aber es ist eben eine Temperatur ohne viel Luftfeuchtigkeit, oder du hast eben kalt, aber halt dieselbe Temperaturhöhe. Und habe mich ins Bad gegeben, weil ich wollte nicht irgendwie Rollladen hochmachen und da rausgehen auf den Balkon. Weil ich habe vorher schon unten am Fliegengitter getestet, wie es so ist. Und dachte ich, nee, habe ich keinen Bock jetzt irgendwas hier rumzumachen. Ich gehe jetzt ins Bad. Habe mich dann hingesetzt und erstmal nochmal ein bisschen Musik gehört. Mich aber besinnt, ein bisschen durchgeatmet. Und mich dann wieder nach ein paar Minuten ins Bett begeben. Ja, das ist einfach hier gerade abnormal. Ich habe jetzt auch den Ventilator hier. Den sieht man da hinten. Den habe ich da, der dreht sich immer rechts, links. Aber das brauchen wir bei den Temperaturen. Vor allen Dingen ist es jetzt so relativ schwül geworden. Die Sonne war heute nicht so da, komischerweise. Oder ich habe es nicht mitbekommen, weil durch das, dass ich erst heute Morgen dann ins Bett bin oder einschlafen konnte, bin ich dann aufgewacht so gegen Mittag und habe mich dann aber nochmal hingelegt und dann auf einmal, zack, war ich auf einmal, dachte ich so, oh, wo ist Zeit hin? Über aufwachen, 15 Uhr und dann war es zu spät. Aber egal, ich sag mal so, so Tage hat jeder mal. Natürlich darf man sie leider die Tage nicht nutzen, wenn man halt oder so haben, wenn man halt angestellt ist oder so. Ist ein anderes Thema. Ich sehe gerade, die Batterie blinkt, aber wir haben noch ein paar Minuten. Auf jeden Fall das Thema mit dem Investment will ich mir jetzt nochmal angucken, dass ich da nochmal reinsteige in den volatilen Markt, aber halt mit jemandem, der das für mich macht. Weil ich sag mal so, entweder ich riskiere es oder ich riskiere es nicht, weil wenn ich es riskiere, riskiere ich halt viel. Wenn ich es nicht riskiere, riskiere ich auch nicht viel im Sinne von Verlust, weil das Einzige, was ich dazu gewinne, ist halt, ich kann einkaufen gehen, ich kann meine Ausrüstung kaufen, was ich brauche, so ein, zwei Sachen für die Philippinen und Allgemeinreisen und halt für Fahrradfahren und so, weil ich brauche neue Handschuhe, zwei Paar jeweils, also zwei Paar insgesamt brauche ich. Und dann habe ich ja noch im Prinzip noch ein bisschen Geld über meine Eltern, wo ich dann auch noch was einkaufen muss. Weil ich brauche jetzt mal ein, zwei neue kurze Hosen, zusätzliche, weil ich habe ja damals nur zwei geholt gehabt. Und habe ja hier eine alte Wanderhose noch. Die sieht man jetzt halt nicht im Video, da müsste ich jetzt runter, aber egal. Ich werde auf jeden Fall alles mal in einem separaten Video euch vorstellen, was ich so habe, was ich so brauche. Das heißt, ich habe jetzt drei Videos fast zu machen. Roomtour, Packliste und das andere noch, ja. Ansonsten wollte ich das mal gesagt haben, weil ich habe auch ein bisschen Langeweile, aber wenn man sich hier ein bisschen mit YouTube beschäftigt und das Hobby wieder weitermacht und ausgiebig belastet, dann wird das auch wieder hier was mit dem ganzen Thema. Aber ansonsten habe ich jetzt erstmal den Vertrag hier, ab Montag geht's los mit Ferienjob, Müllabfuhr. Der Job ist schon cool, also ich muss halt gucken, weil ich habe jetzt im Moment keinen Wecker, also ich muss da Batterien kaufen. Könnte ich das noch von der Uhrzeit? Ja, könnte ich noch. Aber wird knapp, eine Stunde habe ich noch Zeit. Der Wecker ist laut, da müsste ich aber Batterien machen. Zwei Stück habe ich schon gemacht, aber irgendwie hat er nicht geklingelt, obwohl er geknackt hat und das Ding hat sich auch bewegt, der Zeiger. Also eigentlich müsste es funktionieren. Aber ich werde jetzt heute Abend noch Batterien kaufen, weil ich brauche allgemein sowieso noch Batterien. Wenn ich jetzt um 6 Uhr morgens da rausgehe, auf hochfahre, dann ist es nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen ein paar Batterien dabei hat, Licht, weil ihr wisst, Fahrradfahren, morgens kann sein, dass es gerade nicht das beste Wetter ist und dann, wenn man im Wald ist und es noch relativ dunkel ist, will man lieber gesehen werden. Also kaufe ich mir jetzt nochmal gleich am besten im Müller, habe ich noch ein bisschen Zeit, ein paar Batterien ein, wenn es geht auch Maximum wieder aufladbare, sonst kann ich die auch im Prinzip am Samstag holen, im Edeka, da gibt es ja Akkubatterien. Ich glaube, ich werde das auf morgen verschieben, ja. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Weil ich sag mal so, morgen muss ich auch beim Körper am besten vorbei, Uhrengeschäft, und da mal testen, weil wenn der sagt, da ist ein Problem, dann ja. Und wenn ich falsch liege, dann liege ich falsch, aber ich bin auf Nummer sicher. Also verschieben wir auf morgen. Heute Abend gehe ich aber noch eine Runde mit dem Pedelec raus. Das habe ich ja von einem Freund der Familie ausgeliehen. Also ausgeliehen heißt, er hat mir gegeben für eine kurze Zeit. Und dann bin ich heute Abend auf jeden Fall wieder live bei Twitch. Gibt vielleicht auch noch mal ein kleines Short. Auf jeden Fall, ich bin da live auf Twitch. Ich spiele da The Division 1.
Ich muss mal gucken, ob ich den Link unten reinstellen kann in die Beschreibung. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, ob ich das. Ich könnte es, glaube ich, reinmachen. Ich muss mal gucken, wie ich es hinkriege, weil die meisten denken, hä, warum geht das nicht hin? Dann sage ich ja, weil ich es halt nicht hinkriege. Ich bin halt nicht so gewieft wie diese neuen Menschen da, die überall mit dem Smartphone rumlaufen und alles wissen. So bin ich nicht. Also, wenn das Handy mir was zulässt und sagt, hier, mach das, dann kann ich das. Aber wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann muss ich googeln. Und das Handy hier hat übrigens mehr, also ich habe mit dem Samsung einfach mehr Möglichkeiten. Muss aber trotzdem sagen, dass ich einfach bei Instagram habe ich das Problem. Also ich sehe immer, dass Leute, ihr wisst es, das ist einfach eine Nachricht, swipe, dass man da quasi auf diese Nachricht antwortet. Funktioniert bei mir nicht. Keine Ahnung warum. Also ich gehe da euch mal rein. Ich zeig's euch jetzt nicht. Weil es sind ja private Nachrichten. Ah, hier kann ich es euch zeigen. Und zwar decke ich das zu. Und dann zeige ich euch hier, wie das nicht geht. Wie ihr das sehen könnt. Geht nicht. Also dieses Swipen hier kann ich das machen, aber der Rest könnt ihr vergessen, geht nicht. Irgendwie will das nicht. Und bei WhatsApp oder Telegram ist es so, also ich habe ja hier mal ein Dings, wo ich selber nur geschickt habe, also wenn ich das hier jetzt quasi machen will, das geht, seht ihr? Ja, da kann ich zurückschreiben. Aber bei anderen geht es nicht, keine Ahnung warum, also frag mich nicht, das Telefon kann es nicht, oder ich bin zu blöd dafür, für die Einstellungen, obwohl es eigentlich in der Einstellung Grund eingestellt sein müsste. Also dann, zum nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert den Kanal, Daumen hoch, folgt mir. Bis dann.